Das ist Ulla. Sie ist 58 und blickt auf einen bunten Lebenslauf zurück. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Also okay, vom Kostüm zum Catering und dann zum Filmschnitt. Und da bin ich dann eigentlich ausgeschieden, als ich die Kinder bekommen habe. Mit 33 wird Ulla Mutter. Eigentlich wollen sich ihr Mann Bernd und sie Arbeit und Erziehung teilen. Wir hatten vorher so eine ideale Vorstellung davon, dass man sich ja abwechseln kann. Also wenn man projektweise arbeitet, macht mal der eine, mal der andere. Dann war aber klar, dass mein Mann viel mehr verdient als ich. Ich habe schon ab und zu mal mit diesem Muttersein gehadert, muss ich zugeben, und hätte gerne gearbeitet, aber ich habe keine Idee entwickelt, wie ich das umsetzen soll. Bei Ullas dritter Schwangerschaft gibt es im 8. Monat eine schlimme Diagnose. Das Kind in ihrem Bauch ist schwer krank, ist nicht lebensfähig. Ärzte raten ihr zum direkten Abbruch. Doch Ulla entscheidet sich anders. Dass ich es tatsächlich einfach laufen lasse. Also, dass diese Schwangerschaft so weitergeht, dass ich keine Geburt einleiten werde, dass ich auch nicht ins Krankenhaus gehen möchte zu der Geburt. Habe mit meiner Hebamme zum Glück und meinem Kinderarzt zwei Menschen gefunden, die gesagt haben, wir begleiten dich zu Hause bei dieser Geburt. Eigentlich war es so wie immer, ich habe ein Kind zur Welt gebracht, das habe ich im Arm und dann ist man nur noch glücklich. Und ich habe tatsächlich total vergessen, dass das Kind krank ist und nicht würde leben können. 24 Stunden später stirbt Lisa. Es gibt eine große Beerdigung mit Familie und Freunden. So traurig wie das ist, ein Kind zu verlieren, bin ich mit dieser Situation wirklich ausgesöhnt. Weil ich das Gefühl hatte, ich hatte die Möglichkeit, mich so zu entscheiden, wie das für mich auch in dem Moment richtig war. Auch wenn Ulla bald darauf wieder ein Kind bekommt, das Erlebte verfolgt und verändert sie. Wir haben uns dann nach sehr langer Zeit eigentlich irgendwie auseinandergelebt und dann auch entschieden, dass wir uns trennen wollen als Paar, haben dann aber auch festgestellt, dass wir uns nicht trennen müssen als Lebensgemeinschaft, weil wir das für uns und das Leben mit den Kindern eigentlich die beste Lösung fanden. Eine Familien-WG entsteht, ungewöhnlich, funktioniert aber seit 7 Jahren. Und auch zu ihrem Mann ist das Verhältnis nach wie vor sehr gut. Wir sind noch verheiratet, also wir hatten schon unsere Silberhochzeit zum Beispiel, die haben wir auch zusammen gefeiert. Ja, und wenn wir nicht zusammen sind an dem Tag, dann telefonieren wir zumindest zusammen und beglückwünschen uns nochmal. Als die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, sehnt sich Ulla nach einer neuen Herausforderung. Ich bin tatsächlich durch Zufall einer ehemaligen Dozentin begegnet, die dann ganz überrascht war, als sie mitgekriegt hat, dass ich mein ja schon vor Jahren angefangenes Studium der Kunstgeschichte nie beendet habe. Dann habe ich gesagt, ja, ist halt anders gekommen. Dann sagte die, ja, hat dir doch immer so viel Spaß gemacht. Und das war die richtige Person zur richtigen Zeit. Ulla, damals 50, zögert nicht und schreibt sich wieder ein. Kunstgeschichte und Germanistik. Schnell merkt sie, das ist das Richtige. Und noch mehr. Ich habe dann tatsächlich auch in der Germanistik etwas entdeckt, was ich nicht wusste, nämlich, dass ich scheinbar gerne schreibe. Aus Neugier belegt sie ein Seminar, in dem Kurzgeschichten geschrieben werden und ist begeistert. Aus Spaß reicht sie einen der Texte bei einem Wettbewerb ein und gewinnt. Da war ich so überrascht drüber. Ich dachte, wow, also ich habe jetzt was geschrieben, was andere Leute gut finden. Das hat mich extrem motiviert. Ulla schreibt weiter. So bin ich immer mehr in so einen Kosmos geraten von Leuten, die sich mit Literatur beschäftigen, sodass ich in dem ein oder anderen Heft auch einen Text von mir unterbringen konnte, sodass das immer mehr an Form gewinnt. Das Schreiben. Hallo.
Ich heiße Ulla Hiltel und ich lese Protokoll einer Putzfrau. 16.20 Uhr Gespräch mit einer Arbeitskollegin über die Arbeit, die auf mich wartete. Mit Straßenbahn zur Arbeitsstelle. Von 17 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise. Heute studiert Ulla kreatives Schreiben im Master, arbeitet nebenbei in einem Kunstarchiv. Mit ihrer Tochter Luisa, die auch hier studiert, macht sie gerne gemeinsam Pause. Und bald steht für Ulla der Abschluss an. Ich mache ja jetzt erstmal meinen Masterabschluss nächstes Jahr. Und wenn ich den dann in der Tasche habe, werde ich auf jeden Fall weiter schreiben. Und noch etwas wird sich bald ändern. Die Familien-WG löst sich auf. Ich habe ein großes Bedürfnis danach, alleine zu leben, in einer Wohnmöglichkeit mit einem Atelier. Ich bin sehr aufgeregt und sehr neugierig, weil ich glaube, dass da jetzt tatsächlich ein neuer Lebensabschnitt anfängt, der sich gut anfühlt, also sehr positiv. Ich freue mich.